Alli, hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, in der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du einschaltest zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Es geht wieder los. Wir haben wieder mal die Top-List hier von Webdesk, die Top 10 von Oktober 2020. Und das möchte ich gerne mit euch teilen. Dementsprechend ein großes Dankeschön wieder an Webdesk, die uns das Ganze natürlich Jahren, Wir euch das Ganze hier natürlich berichten können, was denn so abgeht in der Omsi-Szene. Dementsprechend würde ich sagen, fangen wir direkt an mit Platz Nummer 10 und hier geht es los mit dem vdl lle mit dem RVL Repaint. Das Ganze kommt von Bausi CH16 und ist ein ja, RVL Repaint für den vdl lle von MX200. Dementsprechend auf Platz 10 mit 368 Downloads könnt ihr euch wie gesagt ab sofort runterladen. Gehen wir zu Platz Nummer 9 und hier haben wir ein neues Chrono-Event für die Rurau V2-Karte. Baustellen-Einmündung Hofstraße Richard, straße Nähe Hauptbahnhof, modifizierte Baustellenobjekte. Das Ganze kommt von Simulite. Diese Modifikation fügt euch auf der Karte RUHRAU V2 mithilfe einer Chronologie eine Baustelle an der einmündung der hofstraße auf den richard-drivick-straße näher hauptbahnhof mit wechsel auf die gegenspur ja die ki inklusive busse tut dies natürlich auch hinzu. zudem sind im donau äh, und auf dem bosche ein paar objekte mit veränderten texturen am start die texturen müssen aber nicht überschrieben werden. Und die Liedme bitte beachten, sonst macht euer Homsi den ganz entspannten Hasen, heißt es aktuell. Auf Platz Nummer 9 mit 465 Downloads. Dementsprechend, falls ihr mehr von RUHRAU haben wollt, ladet euch das Ganze runter und genießt diese Riesenbaustelle, die ihr hier aktuell sehen könnt. Auf Platz Nummer 8 haben wir ein weiteres neues Future für den VDL, den es bis dato noch gar nicht gibt. Mhm. Auf Platz Nummer 8 mit 471 Tonnen haben wir den VDL LLE 120 Update Cluster Textures in der zweiten Version. Das Ganze kommt von Volvo Rider. Diese Mod enthält neue Tachotexturen, neue Computer-Informationssystem-Texturen, neue tacho -Symbol texturen Um die Modifikation zu installieren, entpacken Sie die Dateien einfach in das OMSI-Hauptverzeichnis. Ich hoffe... Euch gefällt die kleine Modifikation und lasst mich bitte wissen, was ihr von der Modifikation so haltet. So heißt es, wie gesagt, auf AMSI WebDisk. Mehr dazu findet ihr selbstverständlich dort auch auf der Seite. Auf Platz Nummer 7 haben wir hier die neue Karte Würzburg Heuchelhof mit Platz 7 mit 494 Downloads. Das Ganze kommt von Lukas, der Co-Administrator der WebDisk, besser bekannt als Rumpelhans 104. Diese Minikarte enthält weder eine vollständige Linie noch einen Fahrplan. Heuchelhof ist ein Stadtteil im Süden Würzburg. Enthalten ist ein Teil einer realen Straßenbahnlinie, Linie 3 und 5. Die Straßenbahnlinie 5 verbindet die Würzburger Stadt mit dem Außenbezirken Rattenbauer. Auf dem Weg dahin geht es auch über die legendäre Steilstrecke unterhalb der Autobahn 3 zwischen dem Stadtteil Heidingsfeld und Heuchelhof, der oben auf einem Hügel ist. Die Linie 3 verstärkt die Linie 5 in der Hauptverkehrszeichen zwischen dem Hauptbahnhof und der Endstelle Athena -Ring am Heuchelhof. Natürlich gibt es noch viel mehr Text, also dementsprechend, falls euch das Ganze interessiert, schaut es da am besten mal vorbei. Der Link dazu packe ich euch natürlich in der Videobeschreibung. Hier wird natürlich ganz klar nach einem Entwickler gesucht, der vielleicht Interesse hat, Würzburg-Heuchelhof weiterzubauen. Also solltet ihr Bock drauf haben und jetzt nicht komplett neu anfangen wollen, dann könnt ihr bei der omc um Disk da gerne mal vorbeischauen. Kommen wir zu Platz Nummer 6. Und hier gibt es eine K-Mod für den VDLCTR LLE 12-Meter-BVG-Version von SIL. FMRR, so heißt es aktuell. Hier ist es die Krüger Plus, Plus PC-Mod für den VDL LLE 12 Meter BVG-Version. Sie können sich ruhig das Recht rausnehmen, diese Modifikation in anderen Bussen zu benutzen. Dementsprechend das Ganze auf Platz 6 mit 559 Downloads. Also, wer sein VDL CTA ein bisschen modifizieren möchte, vielleicht will er die Krüger Mod dementsprechend ja benutzen. Und kommen wir zu Platz Nummer 5. Hier ist es ein Arlheim-Laurensbach-Update des Linienpack 2021 auf Platz 5 mit 583 Downloads. Und das Ganze kommt von PT Terz. Diese Modifikation führt Änderungen am Liniennetz ab dem 01.01.2021 durch. Diese Modifikation wird als Chronoereignis erstellt und nimmt Änderungen an Linien zu Beginn des Jahres 2021 vor. Die neue Nummerierung ist eine Designwahl von mir. Einige Busse zeigen... 8XX-Linien äh, als MXX an. Daher habe ich beschlossen, dass ab 2021 die Linien der Alu nach und nach mit einer gewissen Logik nummeriert werden. 100 bis 199 in Alheim, 200 bis 299 in Laurensbach und 300 bis 399 bei Derenhof. Mir ist bekannt, dass es bereits drei weitere Linienpakete Modifikationen für Ahem Laurensbach Update existieren. Diese Modifikation kollidiert nicht mit diesen dreien. Sie können diese mit meiner Modifikation ohne Probleme verwenden. Diese Modifikation ergänzt die bereits genannten Modifikationen sehr gut. Ich habe die Hofdateien dieser drei oben genannten Modifikationen zu meiner Hofdatei hinzugefügt. Sie brauchen also nur noch eine Hofdatei zu verwenden. Dazu gibt es natürlich nochmal die neue Linienaufteilung. Dementsprechend, falls euch das Ganze interessiert und ihr mehr aus Arlheim-Lauensbach rausholen wollt, wie gesagt, schaut da mal bei OMSI Webdisk vorbei. Auf Platz 4 haben wir wieder eine weitere Karte und das Ganze ist mit 830 Downloads. Das Ganze kommt von Android g 72 und ja, nennt sich. 2020. Tumen 2020, 2020, realistisch russische Karte von Tumen und seinen Vororten. Die gerade zeigt vier Linien von heute. Die Linie 15 Arbeitersiedlung, der südliche Wohnbezirk, die Linie 38 Bahnhof Nikolai-Semenow-Straße, die Linie 112 Busbahnhof nach Tschevitschitschow-Dorf und die Linie 114 Busbahnhof nach Druganowadorf Dorf. Ja, das Ganze ist jetzt äh, kein Scherz. Könnt ihr wie gesagt runterladen? Ist aktuell, wie gesagt, auf Platz 4 auf der OMSI Webdisk. Falls ihr mal einen kleinen ja, Ausflug machen wollt in, außerhalb Deutschlands, dann schaut doch mal vorbei und reist doch mal ein bisschen nach Russland. So, machen wir mit Platz Nummer 3 weiter. Auch hier gibt es natürlich wieder ein neues Update, und zwar ein Texturen-Update für das VDV-Display des VDL CTS. Das Ganze kommt von Mercedes, ist auf Platz 3 mit 980 Downloads. Moin, ich habe mich mal an ein paar neue Display-Texturen für den VDL rangesetzt. Ich hoffe, sie gefallen euch. Liebe Grüße, Mercedes heißt es aktuell. Dementsprechend, falls ihr euren ja, VDL weiterhin modifizieren möchtet, vielleicht ist das ja die passende Mod dazu. Und kommen wir zu Platz Nummer 2. Das Ganze ist mal wieder ein Update für eine Karte. Alheim-Laurensbach 2020 Modern Open Beta in der Version 0.90. Das Ganze kommt von Dominic Place. Den hatten wir glaube ich, in der letzten äh, Top 10 auch schon mal drin. Die fiktive Karte ist im südlichen Niederrhein angesiedelt, irgendwo zwischen Mönchengladbach, Duisburg und der holländischen Grenze. Sie spielt in beiden Großstädten Alheim und Laurensbach. Laurenzbach dazwischen liegen noch die kleineren Städte und Orte Derenhof, Markscheid und Wosen. Es sind insgesamt 96 fahrbare Linien verfügbar. Holy Shit, das ist ein bisschen viel, oder? 96, das kann man sich gar nicht vorstellen. Mitbeteiligte Personen an diesem Projekt sind Buspotting Mittelsachsen, der Limmelknaller Markus Jo und Mr. Zaratox. Also, falls ihr euer mehr aus euren... ja Alheim-Laurensbach rausholen wollt, dann schaut's mal auf jeden Fall vorbei. Wichtige Informationen, die kommen, also ihr braucht Add-ons dafür, also richtige payware add ons Unter anderem haben wir hier Aachen, Bad Hügelsdorf 2020, Bremen Nord, Chicago Downtown, drei Generationen, Hafen City, Hamburg Modern, Hamburg Tag und Nacht und Köln? Fragezeichen? Dementsprechend solltet ihr diese haben, denn schaut euch doch mal die neue Karte Adam Laurensbach 2020 in der modernen Beta, also mit der modernen Open Beta an. Dementsprechend lasst uns da gerne mal einen Kommentar da, falls ihr euch das Ganze mal anschauen wollt. Und natürlich die Top 1. Da haben wir jetzt ein. Bildfehler, hier ist er, das ist Bild 1. Aber natürlich die vdl -CTR LLE 12 Meter BVG-Version. Moin, hiermit stelle ich euch nun endlich den VDL zur Verfügung. Mitgeliefert wird ausschließlich die BVG-Version mit zahlreichen BVG-Repaints, realen AI-List für die X10 und natürlich ist das Ganze von MX-Design, der jetzt den VDL jetzt für OMSI 2 Released hat. Ist natürlich auf Platz Nummer 1, wer hätte es gedacht, mit über 15.000 Downloads Holy, das sind Zahlen, ja, das möchte man sich wahnsinn. Dementsprechend könnt ihr gerne mal in die Kommentare posten, ob ihr euch das Ganze runtergeladen habt und wie ihr ihn so findet. Denn nutzt doch gerne die Kommentarfunktion, schreibt es doch mal am besten mit unten mit rein. Wir hatten natürlich schon ein paar Folgen und ein paar Streams mit ihm und mussten sagen, der war sehr angenehm. Das kann man auf jeden Fall mal lassen. Und damit kommen wir zum Ende unserer News, oder was heißt News, unseren Top 10 Downloads im Oktober 2020. Ich war es, wie gesagt, ein bisschen verspätet, aber es ist halt unglaublich viel los, gerade im November. Jetzt kommt natürlich jetzt jeder mit seinen neuen Spielen um die Ecke, die neuen Konsolen stehen an und es kommen noch mehr Spiele um die Ecke, die jetzt nichts so mit Simulation zu tun haben, aber ich bin ja nicht nur in Simulationen. Zocker, sondern spiele auch alles andere. Dementsprechend wird die Zeit ein bisschen knapp immer so zwischen Oktober, und November, Dezember. Hm, warum wohl? Jedenfalls ähm, ja, bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Lasst gerne mal einen Kommentar da, wie euch diese Top 10 Downloads gefallen. Würde ich mich mega drüber freuen. Ich verabschiede mich jetzt und bedanke mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.